Hallo ihr Lieben. Hat gesagt, wir freuen aber uns. Aber ohne blöden Hallo Witz zusammen. Erzählen. Okay, heute geht es um Bremse. Rennbremse? Ja, Bremse. Feststellbremse sogar. Ja, Feststellbremse, ja. Okay. Wir gucken uns die Feststellbremsanlage an. So eine Bremse, ganz einfach nochmal eine Bremse. Oh, boah, Scheibenkleister, wenn ich den Fingern quetsche. Bremsanlage, das sind hier die Bremsklötze. Holger, denk dran, wenn du hier weiter drehst, quetsche dir hier einen Finger. Ja, das ist lieb von dir. Hier haben wir die Bremsklötze, ich wollte mal ein bisschen mehr Platz liegen hier vorne. Drin die Bremsklötze, wir haben das schon. Aber die klappern doch jetzt. Ja, ist doch real. Und auf der anderen Seite ist das gleiche auch. Dann ist hier drum eine Bremszange. So, in dem Moment, wenn ich vorne das Bremspedal trete, drücke ich, ja, so, ich trete ja mit diesem Fuß. Die Verbindung Bremspedal und Bremsen ist bei Holger immer gleichzeitig die Fußbewegung. Ist egal, immer die Fußbewegung. Aber ich gebe auch Gas darüber. Ja, das auch noch. Aber nur noch rechts. Wenn ich weiß, gleich, ich mache völlig hin. Aber hier also geht es um Bremse. Geht's um die Bremse. Jetzt hör mal auf, konzentriere ich mal. Also, wir treten auf die Bremse. Dadurch geben wir eine Bremsflüssigkeit durch diese Leitung hier durch. Komm mal rüber, Robert, da, durch diese Leitung durch. Drücken das hier rein in diese Bremszange. Dadurch geht hier der Kolben raus. Und dieser Kolben drückt auf der Seite und auf der. Hier ist jetzt kein Belag drin im Moment. Ich hier oben irgendwo. Na, hier auf der Seite ist ein Belag drin. Und auf der anderen Seite ist ein Belag drin. Und der drückt dann. So, spiel du mal die, Bremszange. Wenn du jetzt zusammendrückst, so, dann drück drauf. So, zack. Und schon bremst es. Ist die Bremse fest. Und wenn man dann wieder das Bremspedal loslässt, das wissen ja dann die meisten auch, kann ich wieder fahren. Die Brems, dieser der Kolben wieder zurück. Und das macht er, weil hier innen drin eine Gummilippe ist. Und diese Gummilippe sorgt dafür, dass er wieder ein ganz kleines Stückchen zurückrutscht. Und natürlich, dass der Bremsdruck weg ist. Und dann ist der Bremsdruck weg und die ist wieder frei. Wenn ich auf die Bremse trete, pop, ist sie wieder fest, wieder frei. So, jetzt möchte ich mit meinem Auto ja irgendwo mal anhalten. So, und damit er mir nicht wegrollt, ziehe ich meine Handbremse. Seht der Jürgen immer Steine vorne drunter. Ja. Pass auf, die Feststellbremse, man kann es hier in dem Auto sehen. Pass auf, ich gehe mal auf die andere Seite, gehen nur auf der Seite, Robert. Da ist ein Handbremshebel. So, hier. Haben auch die meisten schon mal gesehen, so ein Handbremshebel. Ja, da ist der Handbremshebel hier. Ich ziehe hier dran, hier sind Rasten. Klack, 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 klack. So, und jetzt steht das Auto fest. Hier ist ein Knopf dran, kann ich sie wieder lösen und dann kann ich weiterfahren. So, und das wollen wir euch jetzt mal hier an diesem Wagen zeigen. Das heißt, ich kletter mal rauf, ziehe genau das Bremsseil, so wie der Jürgen das jetzt gerade gemacht hat. Und Jürgen zeigt euch mal dann an der Stelle, was da genau passiert. Also, hier ist ja die Bremszange. Hier so. Ist dieses Handbremsseil oder für die Feststellbremse eingehangen. So, Holger, dann zieh das Seil mal. Zack, der Hebel bewegt sich. Lass mal los. Zieh nochmal. Ja, und der Kolben kommt ganz kleines bisschen raus. Mach nochmal. Ja, er kommt wieder ein Stückchen raus. Ist gut? Ja, wunderbar. So, konnte man schön sehen. Kolben habe ich nicht gesehen. Kolben konntest du nicht sehen? Ja, dann mach ich nochmal. Ich versuch das mal still zu halten. Geh nochmal rauf, sag mal Bescheid. So, mach nochmal. Ja, jetzt. Nochmal. So, der Kolben kommt natürlich. Ist gut, Holger. Der Kolben kommt natürlich hier in dem Moment immer weiter raus. Er hat ja keinen Belag, wo er sich jetzt gegen anlehnen kann. Das heißt, es kommt weiter und weiter und weiter. Genau, das passiert natürlich auch, wenn der Bremsbelag verschleißt. Genau, man braucht im Prinzip nur ganz leicht gegenzudrücken. Ich kann ja schon hier das Rad so festhalten. Der Belag hat so eine große Reibfähigkeit, bapp, schon fest. Deswegen, ja, und wenn der Bremsbelag verschleißt, kommt der Kolben natürlich auch dementsprechend immer weiter raus. Genau, das stellt sich nach. Das ist üblich. Selbst bei einem 2012er Baujahr noch, je nachdem, was für eine Baureihe, was wie luxuriös das Auto ist. Die meisten Autos haben das, oder? Genau, wie luxuriös das Auto ist, gibt es mittlerweile eine elektrische Bremszange. Und wie die funktioniert, zeigen wir euch jetzt mal. Das Teil, komm noch mal mit, Robert. Komm mit. Das Teil sieht genauso aus wie hier die Zange, nur ein bisschen größer. Und hier auf der anderen Seite. Ist eben nicht, halt mal unten runter. Nicht dieser Hebel, so, halt mal sondern hier auf der Seite haben wir hier. Hier sitzt ein elektrischer Stellmotor. Einen fetten elektrischen Stellmotor. So, und dieser elektrische Stellmotor, kennen auch viele an ihren Fahrzeugen, wenn sie auf den Knopf drücken, geht er, zieht die Bremse dann langsam zu und sorgt dafür, dass dieser Kolben nach vorne kommt. Der macht. Genau.
Und das gucken wir uns jetzt mal an, wie er das macht. Pass auf. Ich halte plus minus fest und dann gehst du drauf. Er wird einfach mit 12 Volt angesteuert. Man hat hier drei Anschlüsse, plus minus, einmal zum Raus, einmal zum Reinfahren und das andere ist ein Poti und zeigt dem Steuergerät an, auf welcher Stelle der Kolben ist. Erklären wir gleich noch was zu, ist nämlich relativ wichtig. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Ich lege jetzt mal plus minus hier dran und dann gucken wir mal, wann und wie der rausfährt. Andersrum, jetzt fuhr er rein. So, jetzt kommt der Kolben rausgefahren. Yeah. Bis zu einem gewissen Punkt, dann fährt er raus, bis er anliegt und dann erfährt das Steuergerät darüber, wie stark der Kolben sich anliegt. Dann ist eine höhere Stromaufnahme, weiß das Steuergerät, aha, jetzt liege ich an und fertig. So funktioniert die elektrische Bremse. Aber warum haben die Hersteller, wir machen es erstmal auf. Und die Frage ist natürlich, warum haben die Hersteller so eine elektrische Bremse überhaupt erfunden? Ich würde sagen, ganz einfach. Wir haben einmal nicht diese große Bauform eines Hebels, so wie ich den da eben gezeigt habe. Verschiedene andere Fahrzeuge haben links im Fußraum ja noch einen Hebel, wo man mit dem Fuß drauf treten kann und die Bremse dann einrastet. Das heißt, ich trete drauf und ratatatatat rastet das ein und dann habe ich einen weiteren Knopf. Wenn die eingerastet ist, mich wieder losfahren, ziehe ich den, plong, springt die wieder zurück. Also das ist einfach einzubauen. Ich muss einfach sagen, man braucht ein Kabel zu legen, kann sogar so ein Datenbussystem laufen. Nee, man muss schon fette Kabel hinlegen und gut. So, jetzt haben wir hier mal den Motor auseinandergebaut. Hier ist der Elektromotor. Können wir auch sehen, wenn wir den jetzt hier laufen lassen, wie der arbeitet. Pass auf, ich gebe wieder Spannung drauf. So. Ja. Mal plus, minus drauf. Da ist eine fette Übersetzung drin. Und damit, mit dieser Bewegung, dreht hier innen drin. Komm ich da überhaupt rein? Nee, warte mal. Kommst du so nicht dran, oder? Ich geh mal an das Werkzeug. Ein passendes Werkzeug. Das heißt, wenn wir hier mit einem Werkzeug reingehen, das, was der Holger schon gerade versucht hat anzufangen. Hast du was? Ich glaube, ja. Guck mal, ob das passt. So, ist zu klein. Dann dreht er hier. Pass auf, dann dreh ich den mal. Und dreht da innen drin. Dann kommt er wieder zurück. Rein, raus und rein. Ja, du musst also ziemlich viele Drehbewegungen machen und er bewegt sich hier ganz langsam nur rein oder raus. Genau, er macht also ziemlich kräftigen Druck auf die Bremsklötze. Weil so eine heftige Übersetzung hat. Ja. So. Jetzt stellt euch mal vor, ihr fahrt mit dem Auto, stellt den Wagen hin, der Wagen ist warm gefahren. Das war meine Geschichte. Echt? Ja, die habe ich auch x-mal erzählt. Steht das so drauf? Ich komme mit dem Auto angebrettert, komme von der Autobahn runter, parke irgendwo und stehe irgendwo am Hang. Ich meine, ich muss mal ganz kurz das Telefon ausmachen. So. Mach aus, das nervt eh. Ja. Aus. Nee, ich muss mal leider reingehen. Erzähl mal weiter. Ich stehe irgendwo am Hang mit meinem Auto. So, drücke meine Parkbremse. So, was macht die Bremsanlage? Meine Bremsscheibe, die ja jetzt heiß ist, ist durch Wärmeausdehnung ist das Material auseinandergegangen, ist also etwas dicker geworden. Die Bremse legt sich an, bis an diesen Bereich. Und nach einer Zeit kühlt ja meine Bremsscheibe ab, das heißt, sie wird wieder schmaler. So, was würde dann passieren? Telefonat fertig, Entschuldigung. Bremsklötze sind in dieser Position noch, mein Auto rollt einfach weg. Ich komme nachher wieder, steht mein Auto da unten, anstatt da oben, wo ich ihn abgestellt habe. Da passiert jetzt etwas ganz Besonderes. Dieses Steuergerät, was für meine Bremsanlage zuständig ist, stellt nach kurzer Zeit die Bremse einfach nochmal nach. Das heißt, sie hat sie ja schon bis dahin angelegt und stellt einfach nach kurzer Zeit nochmal kurz nach. Somit ist sichergestellt, dass mein Auto nicht wegrollt. Noch ein Phänomen, wofür so eine elektrische Bremse gut ist, oder was die Ingenieure haben sich da einfallen lassen. Normalerweise hat man ja bei jeder Bremsanlage, mittlerweile bei den Bremsklötzen, eine Verschleißanzeige. Das heißt, es ist ein ganz kleiner Fühler mit im Brems... Geh mal Bremsklötze holen von dem Wagen. Im Bremsbelag ist ein ganz kleiner Fühler mit drin. Und dieser Fühler schleift unter Umständen gegen die Bremsscheibe, wenn der Bremsklotz verschlissen ist. Dann meldet das dem Steuergerät. Oder diese Bremsbelagverschleißanzeige ist eine Schleife. Und wenn diese Schleife unterbrochen wird, sagt das auch, hier ist das Ding ist verschlissen. Ohne Anzeige. Hier könnte man theoretisch Anzeige reinmachen, hat der Wagen aber nicht. Aber woher weiß denn jetzt meine Anzeige innen drin, wie weit die Bremse verschlissen ist? Tja, das ist ein Ding. Lass mich mal überlegen. Klötze sitzen hier so drin. Zup. Ganz einfach. So rum. Habe ich ja vorhin gesagt. Und hier zwischen sitzt die Scheibe.
Boah, wenn ich das hier zusammenquetsche, ne? Ja, und dann quetscht du mir die Finger auch zusammen. Das ist aber ganz lustig. Mhm. Aber wie vorhin gesagt, hier sind drei Anschlüsse, Plus und Minus. In der Mitte ist das Poti. Das heißt, siehst du da was, Robert, in der Mitte, das Poti? Sonst leuchte ich da mal rein, pass auf. Das sehe ich. Ja, jetzt siehst du den dritten Anschluss auch, ja? Genau, das sind drei Anschlüsse. Super. So, und dieser eine Anschluss ist das Poti. Und dieses Poti sagt dem Steuergerät kontinuierlich, auf was für einer Stellung sich beim Betätigen der Handbremse die Klötze befinden. Das heißt, wenn hier weniger Belag drauf ist, rechts und links, was ja ein ganz normaler Verschleiß ist, geht dieser Kolben ja weiter raus. Er wandert weiter raus. Das Poti meldet das ans Steuergerät. Und das Steuergerät weiß, aha, so und so viel ist jetzt mittlerweile verschlissen. Und macht dementsprechend die Kontrollanbahn. Ja, jetzt gibt es was ganz Besonderes. Und zwar, ich habe zum Beispiel ein Automatikfahrzeug. Dann ist ja auch eine Automatik. Und wir benutzen eigentlich die Feststellbremse so gut wie nie. Brauchen wir auch nicht. Wir stellen auf P, klack, das rastet ein und steht für uns. Ich benutze beide. Du vielleicht nicht, aber ich mache das schon, weil das ist nämlich vorschriftsmäßig. Ne? Ich benutze nicht. Aber zwischendurch, ich steige aus meinem Auto aus, mache die Türe zu, schließe ihn ab und höre auf einmal. Obwohl es nicht betätigt hat. Ich habe es nichts betätigt und er macht trotzdem dieses Geräusch, dass er den Bremsbelag einmal ranfährt und wieder auseinanderfährt. In diesem Moment misst das Steuergerät über den Weg, wie viel Bremsbelag, tun wir die Klötze nochmal hier rein, misst das Steuergerät über den Weg, halt mal einen Belagfestholger. So, das fährt dann ran, fährt wieder weg, der Kolben. Und sagt dann, okay, die sind nur noch so dick oder so dick. Genau, und diese Messung macht es darüber, indem es reinfährt. Und sobald der Motor ja mehr pressen muss, geht die Stromaufnahme rauf. Das heißt, es muss mehr Strom durch dieses Kabel gezogen werden. Das merkt der Steuergerät und weiß ganz genau, okay, hier bin ich am Festhaltepunkt. Hier haben wir mal so eine elektrische Bremsanlage und da gibt es einiges dabei zu beachten. Was machen wir denn jetzt hier? Werbung. Aber nicht nur einfach Werbung, sondern es geht um Ausbildung, die uns ja sehr am Herzen liegt. Genau. Und zwar an alle Auszubildenden und Ausbilder. Schaut euch mal das E-Learning an. Mit Vocanto brauchst du kein Fachkundebuch mehr. Du kannst alles am Computer, Handy oder Tablet simulieren. Das Lernen ist viel einfacher und leichter verständlich. Vocanto ist monatlich kündbar. Vocanto kostet für Azubis 9,90 Euro und für Lehrer und Ausbilder 15,90 Euro im Monat. Also, probier es aus. Wir können es nur empfehlen. Also, holt euch Vocanto und wir zwei, wir machen jetzt weiter. Erstmal grundsätzlich zur Bremsscheibe. Jetzt für die Nicht-Profis, die unsere Videos gucken. Eine Bremsscheibe einfach selbst zu beurteilen, ob eine Bremsscheibe noch gut ist, ist relativ schwierig. Man muss dieses Maß wissen. So als kleines, also dieses Maß, wie dick diese Bremsscheibe noch ist. Das kann man mit einer speziellen Fühlerlehre mit einem Messschieber. Mit Messschieber kann man das messen. Als kleine Grundregel, wenn hier schon ein dicker Kragen ist, der so um die 1 mm ist, das heißt, das so richtig abgenutzt ist, das können wir mal gucken. Hier da drüben auf der anderen Seite ist ein Wagen. Guck mal mit Robert, hier drüben ist ein Wagen. Da kann man es glatt auch mit dem Auge sehen. Sieht man von hier schon. Da. Den glänzenden Rand. An dem glänzenden Rand. Hier ist ein dicker, fetter Rand. Hier an dieser Stelle, vielleicht mach ich mal mit Lampe an, das kannst du besser sehen so. Also hier ist ein richtig dicker, fetter Rand. Und da braucht man gar nicht mehr nachzumessen. Das ist vollkommen klar, die Bremsscheibe ist kaputt. Wenn man jetzt auf diese Bremsscheibe nochmal wieder einen neuen Belag drauf macht, dann trägt dieser Belag nur auf den Außenkanten und quasi da, wo dieser Steg zu sehen war. Da fängt es dann an zu quietschen. Oben und unten, dann, da trägt er. Ja, und dann habe ich auch nicht viel Bremskraft. Genau, bis das eingebremst ist. Aber das Problem ist noch eher, dass wenn der Bremsklotz verschleißt, natürlich wieder in dem gleichen Maße die Bremsscheibe. Und nicht nur der Klotz geht runter, sondern die Bremsscheibe auch. So, wenn man sich das jetzt hier an dieser Stelle vorstellt, stellt euch mal vor, jetzt würde man noch mal, das sind ja bestimmt hier 2 mm, 2,5 mm, das ist auf der anderen Seite natürlich auch. Guck mal hier oben, Robert, hier auf der anderen Seite ist das genauso auch. Da ist ein, das ist zu hell, Holger. So ein fetter Rand ist da dran, wie hier auch. So, wenn man jetzt der Belag hier weiter drauf drückt, verschleißt es ja nochmal und dann bricht irgendwann mal, kannst du hier oben sehen, hier oben dieser Steg weg. Und wenn dieser Steg wegbricht, dann blockiert auf jeden Fall die komplette Bremse. Und wenn auf einer Seite so eine Bremse blockiert, naja, dann geht es also ganz schön ab in die Richtung. Wir haben schon Bremsbeläge gesehen, die so weit runter verschlissen waren, dass sie sogar bis aufs Eisen gefahren sind, haben das Eisen abgefahren, dann sah das aus wie eine Turbine, das ganze Ding, aber nicht mehr wie eine Bremsscheibe. Wir wollen jetzt hier an dem Wagen hinten rechts
die Staubmanschette. Und den inneren Dichtring erneuern, den müssen wir mitmachen, weil die Staubmanschette kaputt ist. Wenn so eine Staubmanschette kaputt ist, können wir euch gleich mal zeigen, was passiert. Hier gibt es eine spezielle Aufgabe, bei dem wir haben jetzt schon diesen einen Ring hier reingelegt. Da gibt es echt so eine technische Information, die hier draufsteht, dass dieser Dichtring, den muss man eben 45 Minuten vorher einlegen. Das ist im Prinzip, ja, wie gutes Gampi oder sowas. Wir müssen auch immer Zeit in der Knoblauchsoße sein. Wie schmeckt der denn dann? Gutes Gampi. Muss man weiß, das schmeckt nach Fisch. Ja. So, jetzt bauen wir hier den Bremssattel ab. Das kann ich schon mal beim Assistent machen. Hast du schon dreckige Hände? Nee. Doch, du hast die dreckige Hände. Ach komm, sag mal meinen Assistent, sag mal lieb. Kann mal in meinem Auto schrauben? Ich will das sowieso gewinnen. Ich schraube nicht an meinem eigenen Auto. Ich habe schon so lange nicht mehr an einem Auto geschraubt. Was muss ich denn hier machen? Nur da, die Schrauben musst du lösen. Ach so. Okay, wir wollen das Ding erstmal ab und dann zeigen wir euch, wie es weitergeht. Ja. So, jetzt haben wir die Bremszange ab. Normalerweise baut man die Bremszange jetzt einfach runter und dreht den Kolben zurück. Und dann kaufen wir eine neue Bremszange. Weil die muss nämlich mit dem Computer zurückgestellt werden. Ganz, ganz wichtig, das muss erst in Servicestellung gebracht werden. Wir können es hier nochmal zeigen an der Zange. Wenn der Motor, hier ist eine Spindel drin, das komplett, wie wir es vorhin gedreht haben, komplett rausgestellt hat, dann ist diese Spindel auch rausgefahren. Das heißt, wenn wir jetzt hier anfangen, mit unserem Gerät das Ding zurückzudrücken, verbiegen wir innen drin, machen das Gewinde kaputt und dann ist diese Bremszange Schrott. Dann könnt ihr diese Bremszange komplett wegwerfen, da gibt es gar nichts mehr dran zu reparieren. Ganz, ganz wichtig, Tester nehmen. Wir haben jetzt schon oben OBD-Stecker eingesteckt. OBD-Stecker eingesteckt. Zündung ist an. So, Zündung ist an. Wir gehen jetzt hier auf Feststellbremse einfahren. Dann drücken wir auf den Knopf. So, dann kann man jetzt gleich mal hören. Der verbindet sich jetzt, wie die jetzt gleich in diese Service-Position geht. Das dauert ein Momentchen. Kommuniziert jetzt mit dem. Na, wenigstens der kommuniziert mit dem. Achtung, jetzt kommt nochmal, was passiert? Verletzung von Personen, Warnhinweise, Sachschäden an Fahrzeugen, Umgebung, Fehlfunktionen, Defekt, elektronische Komponenten. Also da gibt es ganz viele Sachen, die man antworten muss. Muss man sagen, sind links sicherheitsrelevante Erläuterungen? Gibt es nochmal einen extra Link zu? Ja, ich stimme den AGB zu und dann drücke ich auf den Knopf und dann nochmal und dann müsste jetzt gleich die Bremse zurückfahren. Also das ist... Jetzt ist die Bremse komplett zurückgestellt. Wir können das Ding abbauen, können hier oben den Stecker abmachen und haben keine Problematik mehr, außer dass hier vorne gerade die Bremsleitung ein bisschen klemmt. So ist die Bremszange abgebaut. Bei so einem alten Auto, da bleibt schon mal was hängen, ne? Ja, ich kann mir nichts Neues leisten. Oh. Guck mal hier, guck mal. Was? Ich habe gerade ein Tränchen hier. Kannst dir nichts Neues leisten. Das sind meine Mark, 1 Euro. Das ist meine Mark. So, und da sehe ich gerade hier. Schlauerweise. Irgendwo war sie doch kaputt. Hm. Oh, die ist. Stech mal weg. Die ist gar nicht kaputt. War das die linke Seite? Tolga, du hast doch gesagt, die rechte Seite wäre kaputt, ne? Aber rechts ist alles ganz. Dann war es wohl... Fehlinformation meines Mitarbeiters. Dann war es also wohl die linke Seite. Ich weiß es ganz genau. Okay, dann machen wir jetzt die linke Seite auf. Fehlinformation bekommen. Ich weiß das Ganze noch nicht. Und ich habe noch gedacht, der stand doch da, der stand doch so rum, hier drauf. Das war doch nichts. Du sagst zu mir, nein, ich weiß das ganz genau. Ich weiß das ganz genau. Dass ich hier gearbeitet habe? Ja. Okay. Gut, jetzt machen wir die andere Seite runter. Ja, ist schon mal etwas länger her. Ich bin auch mal sehr gespannt, ob der Kolben überhaupt noch in Ordnung ist. Wenn ihr so seht, hier der Karton ist auch schon etwas älter. Das ist schon ein halbes Jahr her, wo wir das entdeckt haben.
Also, jetzt haben wir dann die andere Seite mal auseinandergenommen und ich gucke noch mal, wie das, ob da vielleicht die Manschette kaputt ist. Also, der geht schon wesentlich schlechter. Wenn der jetzt auch nicht kaputt ist, dann hat die schon jemand repariert. Wer du? Wenn der Jürgen mal, dafür, die dafür nicht der zurückgestellt ist, Holger? Ja, aber da musst du hier den Gummi ausmachen, dann geht das alles viel einfacher. Nee, aber du kommst. Christian, sehr schlecht hochgehoben. So. Oh! Ah, oh! Oh, da ist die Manschette kaputt. Ja. Oh. So sieht sie von innen aus. Ja. So, jetzt brauchen wir die Bremszange raus, bauen den Kolben aus und machen die neu. Ah, diese Maloche hier. Hier haben wir die sogenannte Staubmanschette. Kann ja auch sehen, wie mächtig die kaputt ist. Die Staubmanschette sorgt dafür, dass der Kolben, dass hier kein Wasser reinkommt und der Kolben, weil er ja hier in einer Passform arbeitet, nicht anfängt zu rosten. Dafür ist diese Staubmanschette da. Und aber auch gleichzeitig so, dient, die Bremsflüssigkeit dient diese Lippe von der Manschette und aber auch diese zweite Dichtung, die hier unten drin ist, dafür, wenn der Kolben rauskommt, dass der wieder ein ganz kleines Stückchen zurückrutscht. Und aber vor allen Dingen ist diese Manschette dafür zuständig, dass der Kolben zurückrutscht. Und die, um das Luftspiel zu kriegen. Um das Luftspiel zu kriegen, genau. Und das, diese Manschette dichtet nochmal extra ab. So, das ist der elektrische Stellmotor. Hier drin ist der Antrieb, wie wir vorhin gesehen haben. Und jetzt drehen wir hier so langsam. Jetzt drehen wir den mal hier ein bisschen zurück. Drehen wir den Kolben langsam raus. Knirsch, knirsch. Blub. Kolben raus. Das ist hier die Verstellung, ne? Die hier drüber verstellt wird. Dann geht hier so dieses Hebelchen da draußen. Kann man jetzt sehen. Und sorgt dafür, dass die Handbremse angezogen wird. Und hier dieser Kolben, beziehungsweise die Manschette, die ist dafür da, dass wenn der Kolben in seinem Schaft drin steckt, hier kein Schmutz reingehen kann. Man sieht schon, es ist ein ganz bisschen Schmutz schon dran gekommen, aber es ist noch nicht tragisch, es ist noch nicht so schlimm. Ja, da sitzt die Manschette drin. Einmal das und dann haben wir hier unten drin noch diese so, den können wir doch hier ganz rausdrehen, da kommen wir doch an den anderen auch prima ja, dran. Ne? So, hältst du mal bitte so. Komm mal gucken, hier vorne ist dann dieser Dichtring, der raus muss, den wir jetzt schon vorher eingelegt haben. Das ist unser Knoblauch-Dichtring, würde ich ihn jetzt mal so bezeichnen. So, das Ganze wir das muss ein bisschen man mit relativ, Bremsen rein, ja, aussprühen. Relativ sauber gehalten werden. Hier noch einen Lappen holen. Das Ganze muss recht sauber gehalten werden, dass da kein Dreck reinkommt. Warte, ich puste mal durch. So, dann nehmen wir hier unseren Attraktion. Unseren eingelegten Dichtring. Ein Knoblauchöl eingelegter Dichtring. So, setzen den dort drinnen neu ein. Dann setzen wir die Manschette ein, aber vorher tun wir die Manschette hier auf den Kolben drauf. So, ich halte ein bisschen auf Spannung und halte ihn fest. Du fummelst dich da rein. Du musst mal ganz achtsam sein, dass du nicht um die Schrauben die Lippe kaputt machst. So, jetzt hat er gefluppt. Ach, da ist er. So, das Problem ist, da innen drin ist auch noch dieser zweite Dichtring, der innen dran sitzt. Und das ist echt, da muss man leicht so ein bisschen hinher verkanten, dass das Ding dann irgendwann reinfluppt. So. Das ist doch eine mächtige Fummelei. Kannst du mit dem Finger wegdrücken? Da kann man schon verstehen, dass manche einfach sagen, das lohnt sich vom Zeitaufwand her fast gar nicht, das Ding zu reparieren. Ich glaube, du hast es gleich geschafft, ohne Loch reinzustechen, oder? Wahnsinn, oder? Mhm.
Und dann wird das ganze Teil einfach ausgetauscht? Komplett, genau. Die ganze Zange wird dann ausgetauscht, weil es ist viel schneller, viel einfacher. Genau. Aber natürlich auch viel teurer. Obwohl, genau, wenn ich den Zeitaufwand rechne. Ja, aber guck mal, so eine Zange, komplett mit Motor, liegt so was wie 350 Euro. Jetzt haben wir die Manschette neu gemacht, ist doch auch gut. Motor drauf, dann entlüften wir die Anlage jetzt gleich noch und dann läuft das Ding. So, wir haben die Bremse ja eben zurückgestellt. Das heißt, wir haben sie aufgemacht, den Bremsbelag zurückgezogen. Das heißt, wir müssen den Bremsbelag jetzt auch wieder Feststellbremse ausfahren. Jetzt hat er wieder die Grundeinstellung das Ding gebracht. Wunderbar. So, jetzt. Jetzt hat er wieder gelöst. Jetzt hat er die Bremse kurz zusammengefahren, wieder auseinandergefahren. Weiß jetzt ganz genau, wie dick die Stärke ist von den Bremsbelägen, hat das abgespeichert und zeigt irgendwann mal dann an. Also weiß jetzt, dass der Belag auf jeden Fall dick genug ist. Jetzt brauchen wir den nur noch entlüften. Das heißt, die Luft, die sich jetzt in der Anlage gesammelt hat, dadurch, dass wir die Anschlüsse auf hatten, wird jetzt rausgepumpt. Weil man ansonsten die Luft komprimieren kann, hat man nicht richtig Druck drauf. Nicht richtig gut, gar keinen Druck. Ja, fast gar keinen, ja, stimmt. Und gut, das war unser Bremsanlagen-Special. Wichtig ist, nur mit geeignetem Material ans Auto gehen. Nicht Bremsscheiben schätzen, Bremsscheiben messen. Das genau, messen. Richtig. Nicht, wie wir bei dem Wagen hier vorne gesehen haben, wo die Scheiben noch so runter sind. Da auf gar keinen Fall einen neuen Belag drauf machen. Ist einfach lebensgefährlich, nicht nur für einen persönlich, sondern für die anderen Menschen im Straßenverkehr auch. Und wenn man hinten an so einer Bremse arbeitet, auf jeden Fall zurückstellen. Man braucht ein Testgerät dafür, am besten ein gutes. Und ansonsten macht man sich die Bremszange kaputt. Und so eine Bremszange kostet mal geschätzt 350 bis 400 Euro. Ja. Oder machst direkt zwei neue drauf. Je nachdem, was das für ein Fahrzeughersteller ist. Ja. Wenn euch das gefallen hat, hier, Button drücken, hier unten, da, komm. Einfach drauf drücken. Und ich würde sagen, viel Spaß bis zum nächsten Mal. Ja, ich wasche aber jetzt erstmal die Finger. Ja, okay. Ja, ich gehe meine auch waschen. Meine sind auch ein bisschen dreckig. So gehst du noch mal, so steht der normal. Wir sind morgens immer auf. Gute Zeit. Viel Spaß. Bis dann. Tschö. Weil da wäschst du nicht nie die Hände. Tschüss.